Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal heute an diesem Tag. Wir spielen Xerath in der Mitte. Es ist im Teamhersteller, da ich sonst meistens nicht in die Mitte komme. Ja. Boom. Ja, wir haben hier den Xerath. Scheiße, das war zu früh. Fail. Ja, dann hau ich. Danke. Ich kann dir nicht mehr helfen. Wo ich kein AP habe am Anfang, ist natürlich nicht gerade sehr erfreulich. So, gegen ja gut, das ist natürlich jetzt ein Problem. Er verbraucht kein Mana, ich schon. So, weiter geht's. Danke. Bitte. Hallo Ranger. Na Ranger. Wo zum Teufel? So, da ist er, da ist er, da ist er. Meinte wohl im Jungle farmen zu müssen, aber das bringt ihm auch nichts, denn da kommt der nächste Treffer. Seine Fähigkeit gerade verhauen. Ich warte jetzt am besten, also mal gucken, was ich mir gleich hole. Treffer.
Und Mana wieder da. So, weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ja, Xerath war so einer der ersten Champs, die ich gespielt habe. Oh, dieser Schaden. Ich habe keine Magiedurchdringung drin, was ich aber gekauft habe, aber da ging das Spiel schon los. Das hätte ich machen sollen, bevor ich meine, ich starte, ich gehe jetzt in Teamersteller rein. Mist. So. Danke. Und Mana wieder da. Also gerade läuft das richtig gut. Das kostet nämlich sehr viel Mana. Immer noch nicht zurück. Also bedenkt immer eins. Ich habe eins dann. Ich habe auch noch einen Healpot. Keine Ahnung, wo ich den jetzt her habe, aber. Achso, ja. Haha. Und ich habe den ja noch nicht eingelöst. Da kommt es dann. Das läuft doch gut. Ich habe den ersten Kill auf dem Midlane. Von den Midlanern. Da ist Rengar schon auch in der Mitte. So. Bitte. So, dann komme ich mal. Danke. Das wäre dann auch durch meine Fähigkeiten. Hallo. Und Treffer.
nicht mit mir an. So. Dann gehen wir mal wieder auf den Tower rauf. Fliege. Fliege stört mich gerade. Ach, der Ring ist unten. Na gut, da ist es mir so gut egal. Oh. So. Ich habe eine Mana Regeneration von 13 pro Sekunde. Ja, gezogen habe ich ihn. Und er kommt wieder. Und das war ein Stückchen zu spät. Hätte er früher machen müssen. Ja, das macht der Lee, finde ich, sehr gut. Er ist schnell zur Stelle, wenn man ihn braucht. Auf den Ring habe ich jetzt gerade eben gar nicht geachtet. Das war mein Fehler. Aber jetzt ist der Tower weg. So, damit hat er weniger Rückzugsmöglichkeiten. Und der gegnerische Jungler kann jetzt... Ist er auch? Dann gehe ich jetzt erstmal zurück. In this moment. Ja. Leider fehlt was für den Stab. Hm. Komm, Magie durchdringen. Damit mein Q noch mehr Schaden macht. Können wir ja mal gucken. Rüstungsdurchdringung, Fähigkeitsstärke, Magie durchdringung. 15. Das sind 6%. Diese 6%, das ist natürlich nicht viel. Oh, dieser Flash. Der war. Hilfe brauche ich hier gerade nicht. Zack. Das war ein Treffer. Ich hätte gerne mein Blue Buff. Oh. Sehr squishy.
Da habe ich gesessen. Das hat gesessen. Die Ulti ging voll daneben. Aber das ist kein Problem. Ich sammle hier zwar gerade Supports, aber das ist mir gerade nicht komplett egal. Denn mein Team macht das. Und darüber bin ich auch richtig froh. Oh, bam! Und da kommt die Riven! Oh, richtig schnell. Und das bringt ihm auch nichts mehr. Versucht seine Fähigkeitsstärke zu stacken und habe ich ihn noch getroffen? Oh, kleine Überraschung. Kleine Überraschung. Rengar? Jetzt darfst du, ne? So. Das nenne ich mal Teamwork. Alle Lanes helfen. Nee, ich gehe Mitte weiter. Jetzt momentan bei 8. Ja gut, ich habe keinen Blue Buff mehr. Also, das muss ich auch sagen. Blue Buff erleichtert natürlich einiges. Zack. Oh. Oh. So, das war meine Ulti. Mal eben vor mich gehauen. So wie es aussieht, hat keiner von den Magieresistenz. Tja, ich habe noch getroffen im Gegensatz zu dir. GG! Das war aber wirklich kurzes Game mit 20 Minuten. Jo Leute, das heißt ein zweites Video kommt heute. Also ich bin am Überlegen, vielleicht kommt auch noch ein drittes. Wir werden es sehen. Bleibt dran und ciao.